Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Semmering, dem Bahnhof von Semmering in Österreich von der Semmeringbahn. Ich habe hier ein kleines Schmankerl für euch mitgebracht, was wir hier an diesem Bahnhof entdecken können. Und zwar gibt es ja diese Mastery-Belohnung, diese Meisterschaftsherausforderung, die man machen kann. Es gibt aber auch für den PC eine Mod, die man sich runterladen kann. Link dazu ist in der Videobeschreibung und dann wird das Ganze freigeschaltet. Und wenn man hier dann am Bahnhof von Semmering ist, dann kann man, wenn man sich hier so ganz leicht nach rechts dreht, sieht man nicht nur diesen Typen hier, der ein Selfie macht, sondern den Dieseltriebwagen bzw. die Baureihe 5144 der österreichischen Bundesbahnen. Tatsächlich hier dann am Bahnsteig, wie in Realität auch. Da gibt es jede Menge Bilder zu, kann man sich alles mal online angucken. Und der steht dann jetzt hier. Auf diesem Gleis natürlich ohne Gleisanschluss. Na, wie auch in Realität gibt es hier keinerlei Gleisanschluss, sondern es ist einfach nur ein Gleis, auf dem der Triebwagen abgestellt ist. Ja, und dann haben wir hier jetzt die Baureihe 5144, hier die 001-4. Und das gucken wir uns einfach mal ein bisschen aus der Nähe an. Also hier vorne haben wir vorsichtig verschieben, ne, die Lichttexturen 5144. Die Scheibenwischer, ich weiß nicht genau, was das ist, könnte vielleicht das Makro sein. Und hier die Türen. Begehbar ist das Ganze leider nicht, ne? Also hier ist nichts irgendwie interaktiv, was wir anklicken könnten. Auch hier auf diesen Treppen können wir nicht hoch und reingucken können wir auch nicht. Das liegt eben daran, beziehungsweise das Ganze ist ja hier so ein bisschen verdunkelt, damit man nicht unbedingt den Innenraum ausmodellieren musste, was ja vollkommen fein ist, weil das nur wirklich Szenerie ist. Aber wir sehen auch hier schön hier die Verwitterungsspuren. Ja, der Rost, die abgeblätterte Lackierung mittlerweile. Die Triebwagen sind aus dem Jahr 1951. Ne? Das sind jetzt über 70 Jahre. Das ist der Wahnsinn. Und auch hier die andere Seite. Sehr, sehr schön mit diesem Gitter vorne dran. Was das genau für ein Gitter ist, weiß ich nicht. Vielleicht so eine Art Schutzgitter, damit man nicht die Tür aufmacht und die einfach so durchgeht und dann aus dem Zug rausfällt während der Fahrt. Vermutlich sowas hier, der Kupplungshaken. Die Puffer. Wir können auch mal in die Kameraansicht rangehen, dann können wir ein bisschen ranfliegen. Und auch tatsächlich hier mal von oben drauf gucken. Also wir sehen, wie gesagt, das hier sind dann so verdunkelte Texturen, dass wir eben nicht da durchgucken können. Die Türen sind jetzt auch nicht zu öffnen. Es existiert kein Innenraum. Wir können uns das Ganze mal von oben hier angucken. Ja, auch hier schön die Verwitterung zu sehen. Und hier von der anderen Seite auch nochmal geguckt. Hier sind die Türen. Hier nochmal eine Tür und da auch nochmal eine Tür. Ja, tatsächlich war die 5144 auch hier auf genau dieser Strecke in Realität damals unterwegs, ausgemustert im Jahre 1993. Und ja, ne, das Denkmalfahrzeug 5144-01 steht dann eben hier am Bahnhof von Semmering. Motor und Getriebe, das Ganze kann man auch bei Wikipedia nachlesen, stammt eigentlich von der Reihe VT44. Die Triebwagen unterschieden sich jedoch in einigen Details gegenüber dem VT44. Die verwendeten Steuerwagen waren etwas länger und unterschieden sich im Aussehen. Der Kasten besteht aus Stahl und der Fahrgastraum bot für 64 Personen Platz, ne? Also 64 Personen, die hier dann mit diesem wundervollen Dieseltriebwagen einmal über den Semmering fahren können. Ja, ob das jetzt schon ein Zeichen dafür ist, dass das hier vielleicht als DLC irgendwann kommen könnte, ich würde sagen erstmal nein, weil ne, das ist jetzt erstmal nur ein 3D-Modell und das finde ich schön, dass da DTG schon mal einfach die extra Runde gegangen ist und einfach mal noch ein weiteres Fahrzeug modelliert hat. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir keine erste Klassewagen dann am Ende bekommen haben, weil dieses Fahrzeug hier auch sehr viel Modellierungszeit in Anspruch genommen hat. Aber das weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt daran lag oder ob es jetzt irgendwelche anderen Gründe gab. Ich kann mir vorstellen, dass für den Fall, dass irgendwann mal ein 5144 tatsächlich kommen sollte, man sicherlich auf dieses 3D-Modell zurückgreifen kann und dann eben noch den Innenraum und den Führerstand noch bauen muss. Ne? Aber das Modell von außen sieht ja wirklich schon top aus. Man kann es ja wirklich vergleichen mit Bildern aus der Realität. Das sieht schon stark aus.
Ob das Ganze jetzt aber wirklich dann als DLC irgendwann kommen wird, ich wage es erstmal zu bezweifeln. Aber es ist nicht ganz unmöglich, denn man hat man ja schon mal das 3D-Modell dazu gebaut. Und das ist ja schon mal der erste Schritt dazu. Fehlen natürlich Soundaufnahmen und so. Das ist dann sehr, sehr schwer, an authentische Soundaufnahmen von diesen Fahrzeugen ranzukommen. Denn ich glaube, keiner von den Triebwagen ist fahrfähig. Das ist so ein bisschen problematisch. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwelche Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch noch irgendwelche Aufnahmen von früher. Man weiß es nicht. Ansonsten hier der gute Mann. Moment. Der macht hier auch noch ein Selfie mit dieser Gedenktafel. Ne? Ja, macht sogar ein Geräusch sein Handy. Hier wird noch Zeitung gelesen. Was liest er da so? Sunday Train Watching. Ja, genau. Und hier sitzen die Leute und warten auf ihren Zug. Genau, also so viel dazu. ÖBB 4144 als Mastery-Belohnung. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und freut mich sehr, dass DTG das tatsächlich hier modelliert hat und uns zur Verfügung gestellt hat, zumindest als Szenerieobjekt. Ja, dann bedanke ich mich schon ganz herzlich fürs Zusehen. Das war es dann auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.